Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen YouTube-Video. Heute sind wir mal indoor unterwegs und zwar haben wir heute den Tim besucht von German Pickup Customs. Servus. Und wir machen heute mal Winterweiser an unser Fahrzeug und der Tim zeigt uns mal, wie das so funktioniert, auf was man achten muss. Ist nur ein kleines Upgrade, aber mit Sicherheit spannend für ganz viele, super praktisch. Gibt es auch für fast alle Offroad-Modelle. Okay, sag ich mal. Also für mehrere Fahrzeuge. Genau, richtig, ja. Wird auch stetig erweitert. Findet man bei euch im Online-Shop wahrscheinlich. Richtig, genau. Alles. Bei germanpickupcustoms.com. Sagen wir, quatschen heute gar nicht so viel, sondern machen mal was. Genau. Und schauen mal, was wir alles dabei haben. In dem Set sozusagen, da hat man hier diese Alkoholtücher, hast du mir vorhin erklärt, ne? Genau, richtig. Ja, das ist im Set bereits mit enthalten. Was man noch mit dazu bräuchte, wäre ein Föhn. Ein Heißluftföhn wäre natürlich ideal. Genau, um das Ganze ein bisschen zu erwärmen. Eine warme Halle, wo das Ganze ein bisschen abtrocknen kann, antrocknen. Dann gibt es anscheinend staubfreie Tücher. Genau, richtig. Wusste ich auch nicht. Mittlerweile sind sie wahrscheinlich schon eingestaubt, aber an sich sind sie fusselfrei, genau. Fusselfrei. Und tut man einfach mit... Genau, das Auto sollte eine gewisse Grundreinheit haben. Also euer Auto ist da schon sehr vorbildlich, muss man sagen. Der grobe Dreck sollte weg sein eben und dann kann man eigentlich auch anfangen mit den Alkoholpads schon. Okay. Also erleichtert tut man sich natürlich, wenn man vorher einmal, wenn man es das erste Mal macht, einmal den, nehme ich auch den richtigen, einfach das Ganze mal hinzuhalten, zu schauen, wo das dann überhaupt sitzt, damit man eben auch die richtigen Stellen sauber macht. Im Idealfall ist man zu zweit, damit man eben, wenn man das dann später hinklebt, auch dann zusammen positionieren kann, von einer Seite anfangen. Wie gesagt, man kann jetzt auch Silikonentferner nehmen oder... Genau. Ich fange da einfach mal an. Ein anderes Mittel, was ich. Dann muss man das wahrscheinlich noch ein bisschen ablüften lassen. Genau, richtig, ja. Tip top, Tim. So. Das hat jetzt abgelüftet schön, ist wieder trocken. Jetzt haben wir da das Special fusselfreie... Genau, fusselfreie Tücher. Nimmt man am besten, die gibt es von vielen Herstellern. Da kann man dann einfach noch mal drüber gehen in den Bereich, wo dann quasi das dann später kleben soll, um dann wirklich nochmal auf Nummer sicher zu gehen. Genau, ich mache das gleich mal auf der Seite auch noch. Perfekt. Genau, das sieht man auch schon schön sauber. Da ist nicht mehr viel Dreck dran. Du hast gesagt, mit dem Föhn warm machen. Ich empfehle jetzt halt, zum einen würde ich die Windabweiser vorher auch mit reinnehmen, das heißt nicht in der Garage lagern und dann anfangen drauf zu kleben, sondern daheim ruhig mal mit auf die Heizung nehmen, weil die dann einfach ein Stück elastischer sind und sich besser formen lassen, um dann quasi das Ganze nochmal zu verbessern. Machen wir einmal den Heißluftföhn an. Kriege ich nicht ab, hier scheitert es schon. Ja, oh oh. Projekt gestorben. Jetzt schaue ich noch mal kurz. Das war auch den richtigen erwischen. Genau. Ich führe noch mal den Scheibenrahmen ein bisschen an, dass der auch ein bisschen Temperatur bekommt. Mach mal was, Tim. Mach schon mal was. Mach mal was für mein Geld. Während das ich was mache. Eben nur aufpassen, dass du den Lack nicht zu sehr erhitzt. Ja. Aber nicht, dass das Auto wegschmilzt. Richtig. Richtig. So, jetzt haben wir natürlich die falsche Seite. Nee, doch, jetzt haben wir natürlich die falsche Seite schlau, ne? Genommen. Ja, dann machen wir die andere Seite noch. Genau. Müssen ja eh alle ab. Ja. Passiert dann mache ich mal trotzdem noch ein bisschen weiter. Passiert den Besten. Mach noch mal den Scheibenrahmen warm. Ich mache mal den Scheibenrahmen noch ein bisschen warm. Passiert den Besten. So. Wir werden auch noch ein zweites Video machen hier. Wenn die Halle fertig ist, alles umgeräumt ist, werden wir euch mal hier alles zeigen, was es hier Schönes gibt. Dann werden wir auch noch das eine oder andere... Vorzeigbar.
vorzeigbar ist. Das eine richtig, oder andere genau. Upgrade noch starten hier in Bezug Licht. Sind wir wieder an dem Punkt, am besten zu zweit. Ohne, dass ich den Heißluftföhn auf den Boden schmeiße. Okay. Genau. Setze ich hier oben an der Ecke an. So, ja. Passt das bei dir? Bei mir ist das super. So, jetzt kannst du mal. Jetzt gehe ich hier oben mal langsam die Kante lang. Ja. Schaue ich mal, dass wir. Dass wir da mit der Türkante oben ungefähr. Ja. Schau mal bei dir. Passt das dann? Ja, so ist schön. Ja, genau. Und dann einfach eindrücken und dann einmal drüber streichen, dass der Kleber. Kann das dann noch mal von außen ein bisschen warm machen? Oder? Das langt eigentlich. Also ich würd eh empfehlen, dass das Fahrzeug, wenn es nicht gerade, also wenn ihr sowas im Winter macht, na, dass ihr das eh noch mal in der Halle oder in der Garage irgendwo stehen lasst, wo es jetzt nicht über Nacht dann in den einstelligen Temperaturbereich geht, damit der Kleber schön anziehen kann. Aber in der Regel langt das schon. Genau, dann machen wir das Gleiche mal für hinten. Tim, das haben wir total super gemacht. Ja, ich denke auch. Obacht, wir jetzt nur Kabel. Ohne, dass irgendeiner stolpert und dabei sich verletzt. Okay. Tim, heute haben wir unser Feierabendbier verdient. Das stimmt allerdings. So fleißig sind hier. Ja. Also wenn die Arbeiten in der Schwierigkeitsstufe bleiben, dann haben wir eigentlich gewonnen, würde ich sagen. Okay, also bei mir passt es soweit. Jo. Ist bei dir auch? Ja, wir könnten noch. Oh. Bist du bündig hinten rechts? Bist du noch ein bisschen nach hinten? Könnte noch ein bisschen zu mir. Okay, dann müssen wir mal vorher die ablesen. Ja, das ist kein Problem. Solange da kein großer Druck drauf kommt, ist das alles. So ein, zwei Millimeter ist bei dir. Ich mache jetzt mal einfach bei mir ein bisschen auf Zug. Super. Hm. Genau, zu guter Letzt können wir dann noch die. Ah ja, die Folie Beste. Abknippeln, das ist eigentlich das Beste. Zack. Schon hat das Ganze auch ein Bild. Das passt gut. Wir sind jetzt auf der anderen Seite. Das gleiche Spiel nochmal. Auch wieder staubfrei. Staubfrei. Ganz sicher, ganz wichtig. Den letzten Dreck mitnehmen. Staubfrei. Genau. Mal, dass ich ein bisschen. Hier ist behind the scenes. Genau. Das absolute Chaos. Das absolute Chaos. Die Milena wäre stolz auf dich, wenn sie das sieht. Ja, die Milena, die hat das damals sehr schön selber gemacht, muss man sagen. Jetzt hätte ich die lieber anrufen sollen. Ja, also bei mir wäre gut. Bei dir auch? Ja. Okay. Oh. Denke ich auch. Mach du oben, ja. Ja, ich fahre hier einfach an der Kante lang. Bei dir oben passt. Ja. Mal mit ein bisschen Druck. Ja. Bei dir ist gut? Ja. Passt. Hervorragend. Ich habe auch einen super Hund im Auto, der da, sobald das Fenster ein Spalt offen ist, sich immer etwas durchmört und selbst erhalten den natürlich. Kann man. Steckt der Milo seine Nase durch? Ist quasi dog approved. Dog approved. Ich glaube, wir werden Verlierer im nächsten Leben, hört man's. Verlierer? Ja. Oder wir fragen mal bei. Zu zweit, wir machen bei Weather Shop, bei Weather Shield an, ob wir da anfangen können. Das können wir auch machen, ja. Als professioneller Weather Shield-Verkleber. So 2 mm jetzt bis. Ja, das sieht gut aus. Ja. Ja. Unseres Amtes walten. Das war das Beste. Hat schon gelohnt eigentlich.
Ich hau euch den Link unten in die Beschreibung vom Webshop. Wie gesagt, gibt es für fast alle Fahrzeuge. Es gibt auch noch ganz viele andere schöne Sachen für Pickups, jegliche Geländefahrzeuge. Alles. Alles, was das Herz so begehrt. Ja. Fahrwerke, ja. Dachgepäckträger etc. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Also, Tim, wir gehen Bierchen trinken. Wir gehen Bierchen trinken. Wir zeigen. Anstrengende Arbeit. Ja. Servus.